ich Rasierer in meinem Reisekoffer. Jeder weiß, ich bin ein Statussymbol für alle Glatzen, so wie Meister Propper. Ich bin nicht reich an... Raf Camora mit seiner nächsten Single von Zenit. Diesmal sind echt... Alter, Elite der Produzenten sind am Start gewesen. The Royals, Lucry und The Crates. Puta Madra ist das Ganze, featuring Ghetto Phenomen. Mix ist von Nuri Singer. Okay, das höre ich glaube ich zum ersten Mal. Lex Barkey hat das Mastering wieder übernommen. Und die Videoeffekte sind wieder von Florid. Alter, der macht einen krassen Job, der Typ. Der macht einen krassen Job, der Florid. Ja, Mann! Voice Job geht schon mal. Bin im Bezirk, der Mond ist riesig über mir. Sitz auf einer Vespa, Rotlicht spiegelt sich am Schirm. Bald wird es Zeit, drum gibt's hier nichts mehr zu verlieren. Ach so, und schau, hab ich jetzt gerade gar nicht gelesen. Man sagt, dann gebe ich am wieder übertrieben. Glock immer ab, Glock immer ab. Vorbild als Patsch, Vorbild als Patsch. Lieber kurz vor Schluss im Club, als wie du Opfer vor Mitternacht. Vor Mitternacht. Jeder Tag Sabbat, Sabbat. Hash mit Tabak, Tabak. Runde Bumm mit deiner Chai und Macht, aber Bruder, ich kann mich sagen, gab mit dem Scheratan. Also wenn du was geklärt hast, komm, auf die Straße alle Augen auf mich. Oh Gott, Alter. Wow. Also jeder andere Rapper, der auf so einen Beat rappen würde, es wird direkt wie so ein kitschiges Sommerlied klingen. So richtig, weiß ich nicht. Aber mit seiner Stimme klingt es halt trotzdem noch irgendwo Straße. Das kriegt der einfach gebacken, ne? Das ist echt so eine, weiß ich nicht, ein Talent, das er einfach hat. Es klingt nicht kitschig, es klingt nicht weich oder soft, obwohl der Beat eigentlich so echt gute Laune pur ist. Immer live Kamera on. Kamera macht sonst. Der Mond ist riesig über Wien. Sitz auf einer Vespa, Rotlicht spiegelt sich am Schirm. Bald wird es Zeit. Warum versteht man nix? Echt jetzt? Viele schreiben hier drin, man versteht halt nichts. Okay, ich muss mal ganz kurz. Sitz auf einer Vespa, Rotlicht spiegelt sich am Schirm. Hä, hat man doch verstanden? Oder meint ihr im Part? Bald wird es Zeit und gibt's hier nichts mehr zu verlieren. Man sagt dann, ich hab mir wieder übertrieben. Komm mit Parade, ganz gut vor Stock Parade. Equiper regelt es mit Klatsch, nicht mit Karate. Komm mit Parade, was geht ab mit Amade? Mach's ja best, wir befüllen Stadien, kein Kamare. Alter, was ist das für eine Melodie? Boah, was ist das für eine Hitmelodie in der Hook? Komm mit Parade, ganz gut vor Stock Parade. Keine Wien, kein Cowboy, kein Rodeo. Man hört meinen Sound in der Diskothek. Im Audi, in Benz und im Portemonnaie. Ey, wir machen Symbol bis zum Kill. Zähl meinen Umsatz mit Matteo. West Wien schießt wie Don Corleone. Kein Gypsy singt hier Bomboleo. Bin auf Vimeo, auf YouTube, mach kein Auge auf mich. Du singst denselben Text wie wir, aber wer glaubt dir, du bist? Genau das ist ja das, was ich meistens sage. Ne? Es geht um die Authentizität. Jeder kann erzählen, dass er Gangster ist oder sonst was. Es geht darum, wie du es rüberbringst. Und du kannst ja der hinterste, ja, bestes Beispiel, Felix Blume. Ne? Wer konnte Felix Blume anfangs sein Image irgendwie abkaufen? Gefühlt niemand. Aber aufgebaut hat er sich dann mit der Zeit. Ob es jetzt noch so ist, ist vielleicht fragwürdig. Ne? Sehen manche so, manche so. Aber er hat es so rübergebracht, dass man das halt einfach glauben konnte, weil es einfach so gut rübergebracht war. Und da hat er recht. Viele rappen solche Texte, aber man glaubt denen einfach nicht. Wir sind vom Haus, was ist, komm raus, Mann, wieso traust du dich nicht? Komm, komm, komm raus, komm, komm, komm raus, Mann, wieso traust du dich nicht? Komm mit einer Arme, ganz fünf aus der Parade. Equiper regelt es mit Klatsch, nicht mit Karate. Komm mit einer Arme. Auch krass, dass es einfach kein Dancehall, Reggaeton, sonst was Song ist. Sondern, ja, ne, man könnte jetzt so dumm wieder sagen, dass es in diese Hausrichtung geht, ne, so, aber keine Ahnung, es ist schon sehr poppig. Pop. Man könnte einfach sagen, es ist sehr poppig, der Beat.
Aber trotzdem kriegt er es hin, halt darauf zu rappen und es zu einem Rap-Song zu machen. Leichte Apache-Vibes. Ja, da habt ihr schon recht mit. Ja. Okay, sind Franzosen auf jeden Fall, ne? Marseille und Ghetto Phenomen. Let's go. Tes euros c'est la vendetta, tu mets les gants, mille Jeff Sixer. Tu veux le faire, tu vas tourner tard, c'est le chétan en dessous de la visière. Une traîne de vie, tout le monde fait spectacle, trop chelou comme des Lannister. Tu vas te faire fumer comme un pétard. Französischer Rap halt, ne? Was soll ich dazu sagen? Also entweder man fühlt französischen Rap oder nicht, ne? Also ich habe mal ein Video gemacht, meine Top 5 irgendwie französischen Rap-Songs, die hat mein Cousin mir zugeschickt. Für die Leute, die es nicht wissen, von meiner Mutter, die Familie wohnt in Frankreich, sind halt Franzosen und die wohnen alle um Paris rum, so die ganzen Vorstädte. Und französischer Rap hat halt, wie soll ich sagen, so eine unglaubliche Melodik in der Stimme. Finde ich, was Deutsche halt schwierig hinbekommen. Ich will nicht sagen, gar nicht hinbekommen, aber es klingt sehr gesungen, obwohl es gerappt ist, was halt in Deutschland auch immer mehr gemacht wird, tatsächlich, ob jetzt ein Apache oder keine Ahnung was. Aber ich finde, die sind halt schon seit Jahren dabei, ne? Seit Jahren haben die diesen Stil hinter sich und die gehen, glaube ich, bald eh in eine ganz andere Richtung, wahrscheinlich. Und Deutschland fängt jetzt halt erst langsam an, dieses Poppige mit in den Rap zu nehmen. Ne? Bestes Beispiel war ja, wie gesagt, Ohne mein Team und MHD, diese ganzen Afro-Trap-Geschichten und so weiter. Das gab es halt schon in Frankreich die ganze Zeit, das gab es halt in Deutschland noch nicht und dann kam es halt rüber. Und so ist es halt bei den meisten Sachen. Was erinnert mich dieses ich weiß gerade nicht mehr, an welches Lied erinnert mich das? An irgendeinen Amis. T-Pain? Nee. Girl, you know, genau, das meinte ich. Girl, you know, Birthday Sex. Birthday Sex von, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied hieß. Daran erinnert mich dieses, Jeremy, genau, Jeremy. Jeremy war das. Übertrieben geiler Song gewesen. Scheiße, wie viele Leute die da zusammenbekommen haben, ne? Meint ihr, das ist mit Videoeffekten gemacht? Also, dass vielleicht gerade mal so die ersten 2, 3, 4 Reihen da sind und dann alles wurde verdoppelt oder so? Ich habe da einfach so keine Ahnung von, ne? Von so Videoeffekten, holy shit. Nein! Das ist real. Alter, stell dir mal vor, du wohnst da und denkst dir so, ja, ich geh einfach mal vor die Tür und dann siehst du so eine Riesenmenge da, Junge.
Oh ja, ich liebe diese Werbung. Wahnsinn. Ja, es zieht sich weiter durch. Es zieht sich weiter durch. Immer noch oder wieder geiler Song. Es gefällt mir einfach, was er macht. Es ist nicht immer dasselbe. Nicht ein Gitarrenbeat mit Dancehall-Drums und so ein typisches Ding, sondern ja, diesmal halt ein komplett anderer Beat mit Franzosen dabei.